Gut, starten wir mit der Nummer 4, eine Geometrieaufgabe. Und bei Geometrieaufgaben empfiehlt es sich, bevor man überhaupt anfängt zu rechnen, genau zu gucken, was habe ich alles. Ich habe ein rechtwinkliges Dreieck, zwei, drei und ein großes. Also sehr viele rechtwinklige Dreiecke. In rechtwinkligen Dreiecken gelten Pythagoras, Sinus, Cosinus, Tangens, Höhensätze, Kathetensätze. Und was habe ich noch? Ich sehe hier zwei Parallelen. Die müssen parallel sein, weil hier beides mal rechte Winkel sind. Und ich sehe zwei Geraden, die diese Parallelen schneiden. Also kann ich auch Strahlensätze benutzen. Grundsätzlich gibt es für solche Arten von Aufgaben viele Lösungswege. Viele Wege führen zu den Lösungen. Das, was ich jetzt hier mache, ist nur eine von vielen. Okay? Also, es empfiehlt sich, in die Zeichnung zu übertragen oder farbig zu kennzeichnen, was gegeben ist und was nicht. Es ist hier gegeben, der Winkel hier von 53,13 Grad, das ist gegeben, und die Strecke BC von 4 cm, von hier bis hier. Wenn ich also mir dieses Dreieck anschaue, dann weiß ich von diesem Dreieck zwei Dinge. Zwei Dinge reichen, um alle anderen Dinge rauszukriegen. Zwei Dinge reichen immer bei einem rechtwinkligen Dreieck. Ich kann also hier zum Beispiel herausfinden, wie lange das hier ist und wie lange das hier. Wie geht das? Ich schaue mir den Winkel Alpha an und als Hilfe, um das richtig hinzukriegen, denke ich mir immer, ich würde hier stehen und aus diesem Winkel rausschauen. Dann wäre das hier drüben die Gegenkathete, weil sie gegenüber ist, und das hier die Ankathete, weil sie an meinem Winkel dran ist. Ankathete am Winkel dran, Gegenkathete gegenüber. Das hier ist die Hypotenuse, das ist klar, sie ist gegenüber vom rechten Winkel. Hypotenusen sind immer die längsten Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks und sind immer gegenüber vom rechten Winkel. Ich könnte also schreiben, vom Winkel Alpha die Gegenkathete habe ich. Ich schreibe jetzt mal hier Sinus, weil Gegenkathete ist mit der Winkelfunktion Sinus. Sinus von 53,13 Grad ist die Gegenkathete 4. Durch die Hypotenuse, die ich nicht weiß, schreibe ich mal x her. Jetzt brauche ich meinen Taschenrechner. Der Sinus von 53,13 Grad, der ist 0,799998928. Ist 4 geteilt durch x. Das hier könnte ich als Eintel schreiben. Wenn ich links und rechts vom ist-gleichen Bruch habe, kann ich kreuzweise multiplizieren. Also würde da stehen 4 ist das mal x. Schreiben wir das mal hin. 4 ist 0,799998x und jetzt geteilt durch diese Zahl. Dann kommt für x raus 4 geteilt durch 0,7. Da kommt raus 5. X ist also 5. Was war x? X war die Hypotenuse. Wir erinnern uns, Sinus Alpha ist Gegenkathete durch Hypotenuse, also habe ich jetzt die Hypotenuse. Ich schreibe hier 5 her. Jetzt habe ich schon zwei Seiten, kann also locker die dritte ausrechnen, zum Beispiel mit dem Pythagoras. 5 Quadrat ist 4 Quadrat plus x Quadrat. 25, 16, 25 minus 16 ist 9. 9, die Wurzel daraus ist 3. Also 3. Oder ausführlich kann ich hier schnell herrechnen. C Quadrat ist A Quadrat plus B Quadrat. 5 Quadrat ist 4 Quadrat plus B Quadrat. 25 ist 16 plus B Quadrat. Minus 16. 9 ist B Quadrat. Die Wurzel 3 ist B. Also habe ich hier 3. Warum mache ich das? Weil hier steht,
ich soll den Flächeninhalt des Quadrates AEFG ausrechnen, hier unten. Jetzt habe ich nur Elemente aus diesem Dreieck, das bringt mir noch nicht so viel. Ich brauche ja hier unten die Fläche des Quadrats. Die kann ich locker ausrechnen, wenn das hier, wenn ich das hier wüsste. Denn das hoch 2 wäre die Fläche von dem Quadrat. Wie komme ich also dazu? Wenn ich den Strahlensatz anwenden möchte, kurze Strecke zu langer Strecke entspricht kurzer Strecke zu langer Strecke, bräuchte ich noch dieses Teil hier. Das hier von hier nach hier. Hätte ich das, könnte ich rechnen, Strahlensatz, kurz zu lang ist kurz zu lang. Okay, schauen wir mal, ob wir das hier rauskriegen können. Ich schaue mir dazu das große Dreieck ABD an, das hier. Und stelle fest, diesen Dreieck, ist das hier die Hypotenuse. Es gibt einen Höhensatz, der besagt, die Höhe hier zum Quadrat ist das Produkt der Hypotenusenabschnitte. Das bedeutet, 3 hoch 2 ist 4 mal x. Höhensatz von diesem Dreieck ABD. Schreibe ich auf, Höhensatz. Der Höhensatz besagt, h² ist p mal q. Man muss wissen, was p und q ist. Das sind die Abschnitte der Hypotenuse, die die Höhe teilt. Das ist meine Hypotenuse. Hier ist ja der rechte Winkel. Das ist die Höhe. Und das sind meine zwei Abschnitte der Hypotenuse, die die Höhe teilt. Also h² ist x mal 4. 9 ist x mal 4. Ich schreibe her, 9 ist x mal 4 geteilt durch 4. 9 durch 4, 2,25 ist x. Jetzt weiß ich, dass das hier 2,25 sind. 2,25. Das hier. Und jetzt zu meinem Höhensatz, Entschuldigung, zu meinem Strahlensatz. 5 kurzes Stück zu langem Stück ist kurzes Stück zu langem Stück. Okay, also 5 zu, was ich nicht weiß, ich schreibe das mal hierher. 5, dieses zu, das sagt ja ein Verhältnis und das geht immer mit einem Bruch. Also das lange Stück zu dem fehlenden kurzen Stück verhält sich genauso wie das lange Stück, 4, zu dem kurzen Stück, das wir ausgerechnet haben, 2,25. Wie gesagt, wenn ich links und rechts einen Bruch habe, darf ich kreuzweise multiplizieren. Dann steht da 4x ist 5 mal 2,25, das könnte 11 sein. 5 mal 2,25, ist 11,25. 11,25 geteilt durch 4. X ist 2,8125. Das hier habe ich ausgerechnet. Um dieses Quadrat auszurechnen, das hier hoch 2. Also das Quadrat, die Fläche des Quadrates wäre dann 2,8125 hoch 2. Und das wären 7,91 Flächeneinheiten. Denn hier ist im Prinzip, wenn es hier Zentimeter sind, dann wäre das hier Quadratzentimeter. Das waren ja hier alles, da steht es, Zentimeterangaben. Okay, eines muss man wirklich sagen, das ist nur eine Möglichkeit. Vielleicht gibt es noch, es gibt nicht mal bloß wahrscheinlich, sondern ganz sicher noch viele andere Arten, um auf die Strecke EA zu kommen. Okay.